Und die beiden reden nicht. Von hier aus wird das nichts. Die machen doch keinen Mucks, solange ich direkt neben ihnen stehe. Sehen Sie nicht, dass wir uns gerade unterhalten? Doch. Und da dachte ich, ich stelle mich einfach dazu. Sie sind hier nicht erwünscht. Damit hätten wir wohl beide das gleiche Problem. Sparen Sie sich die Sprüche und hauen Sie ab. Okay. Ja, ich hab grad keine Ahnung. Herr Indes, drehen Sie sich nicht um. Wir werden beobachtet. Unmöglich, diese Norweger. Und schon sind sie wieder still. Ja. Ich sag, aber wenn der Vorhang zu ist, dann kann ich nicht mehr da oben dran. Ah. Haben Sie Angst, die Alge könnte Ihnen den Markt kaputt machen? Wenn es wirklich eine Blümchenenergie geben würde, die sich jeder Tölpel auf der Veranda heranzüchten könnte, dann ja. Aber dieses Kraut bekommt doch nicht mal einen Toaster zum Laufen. Meine Sorge ist nur, dass diese Idioten in Oslo das anders sehen könnten. Und was wollen Sie dagegen unternehmen? Was jeder gute Geschäftsmann machen würde. Ich werde sie kaufen. Ein Exemplar kommt bei mir ins Regal. Der Rest auf den Grund des Meeres. Wo Algen eben hingehören. Bon voyage, Dr. Svensson. Arrivederci, Biostrom. Und das Schönste, solange sich niemand anderes dafür interessiert, bekomme ich das Ganze auch noch zum Schnäppchenpreis. Dieses Schwein. So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden. Wir kommen nun zur Live-Präsentation unserer Technologie. Wie Sie sehen, haben uns unsere Assistenten ein Exemplar der Alge bereitgestellt. Dr. Svensson, wenn ich Sie nun bitten dürfte. Sehr gerne. Er meinte mich. Lassen Sie mich das machen. Ich habe 30 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. Ich weiß, wie man das Maximum aus ihr herausholt. Also gut, dann bitte. Gibt's hier auch einen Anknopf? Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Jetzt komme ich nicht, kann ich das nicht mehr aufmachen? Wasser habe ich. Frischen wir die Alge doch mal ein bisschen auf. So. Licht ist da. Luft ist da. Hell ist was anderes. Dieses Ding liegt hier doch mit Absicht. Und schon kommt mehr H2 in den Generator. Ja, ich weiß, was er tut. Mit klarem Wasser funktioniert das doch gleich viel besser. So. Die Alge hat nun Licht, frisches Wasser und das Gas kann ungehindert in den Generator fließen. Und die Glühbirne leuchtet. Bravo! Erkennen Sie etwa nicht die Genialität hinter dieser Performance? Das Einzige, was ich erkenne, ist ein Haufen Schleim in einem Aquarium. Dr. Svensson, da sich hier sonst keiner dafür zu interessieren scheint, ich würde Ihnen diesen Schleim liebend gerne abkaufen. Halt, einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, was machen wir denn jetzt? Ein Liter reicht.
nichts mitmachen? Ist das wirklich? Es muss doch noch irgendetwas zu machen sein. Ah. Kokolores. Nee, da nicht. Besser nicht. Und wie geht es dann weiter? Also gut. Ich packe den Akku in das Netz. Schwachfug. Hoppalapapp. Kabbes. Wenn das funktioniert, dann glaube ich Faye von heute an jedes einzelne Wort. Ach, herrje. Was haben Sie getan? Ich wollte nur... War das diese Nitrogenese, von der Sie gesprochen haben? Ich hätte nie geglaubt, dass 0,8% so kraftvoll sind. Dr. Svensson, anstatt ellenlange Monologe über Windenergie zu halten, warum haben Sie uns das nicht gleich gezeigt? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meinen Vater. Er ist hier der ungekrönte Experte. Und, wer von Ihnen beiden bekommt jetzt unser Geld? Ich. Dieser blöde Arzt. Ich will mich hier nicht ausruhen und ich bin auch nicht krank. Faye, bitte komm! Hallo? Du musst verschwinden! In Anschlag! Alle werden sterben! Delvin! Was redest du da? Was für ein Anschlag? Die in Mist! Etwas stimmt mit der Antenne nicht. Wollte Oggi sie nicht an den Helikopter montieren? Oh nein! Hoffentlich hat er sie nicht kaputt gemacht. Ich prüfe das besser nach. Tja. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Ja, ne? Ja, schlafen wollen wir jetzt nicht. Da war was anderes. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint, 2. Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duwe Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Wie nett. Überhaupt nicht hochtrabend. Ja? Kann ich da nicht rein? Auch egal. Ja? Geh mal da rein. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Ja, genau. Gehen wir mal dahin. Das ist die Kantine, wie es aussieht. Was gibt's? Oh, ein Russe. Was kann man hier essen? Wurst. Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Alles schon unterm Tisch. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Gib sie her. Wie lecker und nett und... Da-da-da-da. Genau. Da-da-da-da. Da.
Der Strudel ist immer wir noch kalt. Wir machen jetzt die Mikrowelle kaputt. Da 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 da. Ja, dreht der Typ gerade durch? Da. Da. Der ist immer noch kalt. Ist immer noch kalt. Kein Problem, gib sie her. Da 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 da. In der Zeit kann ich aber auch gar nichts machen. Da. Bis dann. Ja. Ciao. Kann ich hier nichts machen? Warum soll ich denn den Strudel warm machen? Das nennt sich Rackfisk. Was auch immer das sein soll. Ich will's gar nicht wissen. Ja, nach oben. Aufpasser! Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Anschlag? Oggi, was hast du mit der Antenne gemacht? Ich habe sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen, Gehirnvibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und, ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy, das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Ja. Oh je. Du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Hast du Bent gesehen? Ist ja. Er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und bewerfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Bis später. Jojo. Jojo. Nehmen das Kabel hier mal mit. Was verbinden? Mit der Zeit. Das eine Kabelende hängt da doch schon dran. Ja, wir müssen erst irgendwie diese Tür da. Da ist nämlich eine Antenne. Hallo? Hey, Lou. Bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallihallo. Was kann Hallöle. Ich für Sie tun? Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Weil er ein geiler Bock ist. Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Bent, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal?
Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen. Aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Rackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Da muss ich jetzt mal rausfinden, was das ist. Essen ist da. Ha! Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Lecker. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. Gut, dann müssten wir jetzt... Ach so, ja. Hier, verbinden. Ich hoffe, das reicht. Das Kabel ist zu kurz. Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander zu verbinden. Die hat sicher guten Empfang. Tja, noch ein Kabel. Das Kabel ist viel zu kurz. Das klappt bestimmt auch wieder nicht. Selbst wenn ich die Kabel zusammenlöte, würden sie nicht bis zum Funkhaus reichen. Tja, ja, da müssen wir wohl noch eins finden. Ah! Hehe. So. So macht man das. Hallo? Immer noch kein Empfang.